Hallo zusammen. Heute möchte ich über Sonnenfinsternis am 20. April sprechen. Allein schon das Wort Finsternis kann düster und ängstlich erscheinen. Dennoch, also von mir aus kann ich nur mitteilen, dass ich in einer sehr guten Stimmung bin. Jetzt, wo ich das Video aufnehme, das Wetter bei uns in Dresden ist regnerisch, ruhig. Und ich interpretiere diesmal Regen nicht als etwas, was mir die Sonnenstrahlen wegnimmt, beziehungsweise meine Schuhe nass macht, sondern als ein Symbol der Reinigung. Ich fühle mich total entspannt, obwohl es in ein paar Tagen schon ein Sonnenfinsternis stattfindet. Und ich hoffe, dass auch ihr in einem ruhigen, gelassenen, harmonischen, emotionalen Zustand seid. Das wünsche ich euch auf jeden Fall. Nun, erstmal möchte ich damit anfangen, dass ich über die Sicherheitshinweise spreche. Es werden nicht viele sein, aber es ist wichtig, dass wir es beachten. Dann natürlich, wann das genau stattfindet, auf was sollten wir achten und auch auf den Aspekt mit Pluto. Und ich möchte ein Feedback geben zu dem Video über Selena. Falls du dir das Video noch nicht angeschaut hast, dass Selene unsere Schutzengel ist und sie eben am 16. April den Zeichen gewechselt hat, dann kann ich dir das Video empfehlen. Schau dir das bitte mal an. Dazu habe ich eine Idee, weil ich ganz viel Feedback von euch bekommen habe und ich habe gemerkt, dass es ein großes Interesse besteht, sich mehr mit dem Thema der Selena zu beschäftigen. Und Selene, das ist ebenfalls einer der karmischen Merkmale in unserem Horoskop. Darüber erzähle ich am Ende des Videos, was ich für uns Interessantes ausgedacht habe. Nun, jetzt zu dem Sonnenfinsternis. Sonnenfinsternis liegt zeitnah bei dem Neumond im Tierkreiszeichen Widder. Und zwar der Neumond findet am 6:12 Uhr frühmorgen nach Berliner Uhrzeit und der Sonnenfinsternis 6:16 Uhr, also 4 Minuten später, ebenfalls im Tierkreiszeichen wieder. Und zwar, um ganz genau zu sein, 29 Grad 52 Minuten. Es ist schon wirklich so gut wie am Ende des Tierkreiszeichen Widder. Dennoch, wir hatten schon einen Neumond im Widder und das war am 21. März dieses Jahres. So gesehen haben wir in diesem Jahr zwei Neumonde im Widder. Generell Widder-Energie ist in diesem Jahr sehr stark vertreten. Erstmal zu meinem Jahreshoroskop habe ich gesagt, dass der Herrscher dieses Jahres wird Mars sein. Mars ist der Herrscher von Widder, also wir haben schon Widder Energie. Auch haben wir immer noch Jupiter, den großen Guten, immer noch im Widder stehen. Darüber gab es auch entsprechendes Bericht auf meinem Kanal. Jetzt haben wir noch Selena im Widder stehen. Wir hatten jetzt den Widder-Saison, weil die Sonne sein Transit dort gemacht hat. Und zusätzlich innerhalb dieses Jahres werden auch Mondknoten wechseln. Zurzeit befinden sie sich noch auf der Achse Stier und Skorpion. Deswegen finden die Finsternisse dort statt, wo sie nun stattfinden. Und demnächst übergehen sie auf die Achse Widder, Waage und der nördliche Mondknoten, das sind die Eigenschaften, die wir erlernen sollten, die uns für die Zukunft sozusagen vorbereiten. Der nördliche Mondknoten wird im Widder stehen. Also wir haben erneut diese Widder-Energie, dieser Anfang, die Bereitschaft, mutig zu sein, anfangen, den Traum endlich mal auszuleben und vielleicht sogar mit gewissen wirklich hochoptimistischen Stimmung, die Ängste anzugehen und wirklich damit fertig zu werden. Also es reicht mit Ängsten, wir müssen vorwärts gehen. Ich finde, es werden sehr interessante Energien sein. Dennoch, wenn es soweit ist, wir haben noch ausreichend Zeit, dann über Widder- und Waageachse zu sprechen, wenn es soweit ist. Es ist so, dass faktisch gesehen findet diese Sonnenfinsternis natürlich im Tierkreiszeichen Widder statt. Dennoch, wenn es um ein Finsternis geht, geht es immer darum, dass die karmische Achse der nördlichen und südlichen Knoten mit berührt wird, beziehungsweise deren
die Kreiszeichen, wo sie sich gerade befinden. Deswegen ist es halt immer so, dass zum Beispiel der Sonnenfinsternis jetzt am 2., am 20.04. findet im Widder statt. Also das ist der Zeichen vor dem Stier. Aber der Mondfinsternis auf Skorpion. Der nächste, dann, wenn es soweit ist, im Oktober, 14. Oktober, findet im Waage sozusagen der vorgeht. Das ist dann diese Wieder-Waage-Achse wird aktiviert und der Mondfinsternis im Stier. Und das gibt uns die Möglichkeit, das ist ja alles in dem Kosmos alles sehr gut durchgedacht, die Möglichkeit, diese Vorschau zu halten, welche Energien auf uns zukommen werden und dann doch die Möglichkeit, noch ein bisschen zurückzukehren und bestimmten Sachen zu erledigen, die noch offen sind. In diesem Jahr finden insgesamt vier Finsternisse statt. Zwei Sonnenfinsternisse und zwei Mondfinsternisse. Das ist nichts Außergewöhnliches. Also wenn es sechs wären oder sieben wären, ja, das ist schon mal etwas Spannendes. Zum Beispiel in dem Jahr, wo Corona so präsent war, da war ein bisschen mehr los mit den Sonnenfinsternissen. Das, was wir in diesem Jahr haben, das ist absolut normal. Also darüber machen wir uns keinen Stress, dass das was ganz Besonderes ist. Es ist zwar was Besonderes, aber nicht so dominant, dass die Energien so kompliziert sind, dass wir es nicht bewältigen. Wir bewältigen das und wir werden das sehr gut meistern. Nun, um was geht es? 1,5 Jahre. Also durchschnittlich 1 Jahr 6 Monate haben wir dafür, um uns mit den Energien der entsprechenden Achse, in unserem Fall immer noch ist das Stier und Skorpion, klarzukommen und dann sozusagen bestimmten Aufgaben zu erledigen. Da der nordische Mondknoten sich immer noch im Stier befindet, geht es darum, dass wir lernen sollten, also letztes Jahr und dieses noch so ungefähr halbes Jahr sollten wir gelernt haben, mit Ressourcen umzugehen. Zu verstehen, was überhaupt unsere Ressourcen sind. In meinem Workshop über 12 astrologischen Häusern, ihr wisst, ich liebe diesen Workshop, der ist auch jederzeit buchbar, erzähle ich ganz genau über diese Achse 2, 2 und 8 und was alles zu unseren Ressourcen zählt. Weil Stier repräsentiert zum Beispiel das zweite Haus. Es kann unsere Stimme, es ist unsere Ressource, unsere Fähigkeit, Geld zu verdienen mit eigenen Talenten, das ist unsere Ressource. Etwas zu erlernen, es ist unser Wissen, es ist unsere Ressource. Wir haben ganz viele Ressourcen, mit denen wir nicht umgehen können, beziehungsweise wir nehmen sie überhaupt nicht wahr. Und deswegen, manche von uns oder viele von uns, das weiß ich nicht, haben dann die Schwierigkeiten, zum Beispiel glücklich bei der Arbeit zu sein oder sich mit etwas zu beschäftigen, was sie denken, das wäre richtig, aber mir macht das eigentlich keinen Spaß. Man verliert die Ressource, die eigene Lebensenergie und somit kommt man zur Erschöpfung. Das alles waren die Themen. All diejenigen, die jetzt traurig sind, dass sie jetzt während diesen turbulenten Zeiten, sei das jetzt wegen Corona oder besonderer wirtschaftlicher Lage, ihre Arbeit verloren haben. Seid glücklich darüber. So hart wie das auch klingt, aber anscheinend schon der Universum hat sie dazu beigetragen, hat gesehen, nein, okay, diejenige Person wird sich dafür nicht entscheiden und deswegen machen wir jetzt diesen kosmischen Schubs, damit die Person sich wirklich über sich selbst, über eigene Talente, über eigene Ressourcen Gedanken macht. Und das war eigentlich sehr gute Zeit dafür. Ebenfalls, das war die Zeit dafür, um sich Gedanken zu machen, wie gehe ich mit dem verdienten Geld um? Ob ich jetzt zu viel Geld für irgendwelche Sachen ausgegeben habe, statt das zum Beispiel für eine Weiterbildung zu investieren. Oder man wünscht sich in der Seele zu reisen, wirklich die Welt zu erkundigen. Und stattdessen hat man für irgendwelchen Klamotten oder irgendwelchen Sachen das Geld ausgegeben, was 5 Minuten gute Laune bereitet hat. Ich kritisiere jetzt nicht, jeder lebt seine Gefühle und seine Wünsche halt unterschiedlich aus. Es geht nur darum, dass jetzt war sehr wichtige Zeit,
zu differenzieren, was ist für mich wichtig, wofür bin ich bereit, meine Ressourcen einzugehen. Weil um das Geld zu verdienen, das ist so ein materielles Äquivalent, müssen wir viele Ressourcen und unter anderem auch die Zeit, das ist ebenfalls eine Ressource, aufbringen, damit wir uns dann mit diesem Geld etwas erlauben können oder halt etwas kaufen können und so weiter. Und jetzt befinden wir ja uns in der Situation, wo wir die Wiederenergie werden zu spüren bekommen und uns schon auf diese Wiederenergie vorbereiten. Weil wenn dann die Achse mit nördlichen und südlichen Mondknoten wechselt, dann sind wir parat in diese Wiederenergie und dann, das ist deine Chance. Jetzt musst du dich verwirklichen. Du hast deine Ressource kennengelernt, du weißt, was du drauf hast und jetzt musst du das einsetzen. Und deswegen, damit es dann wirklich reibungsloser verläuft und ihr dann mutiger vorwärts kommen könnt, ist es wichtig, dass falls ihr das noch nicht gemacht habt, falls ihr euch Gedanken über eigenen Ressourcen noch nicht gemacht habt, macht das jetzt. Also spätestens dann bis zum die letzte Moment, Sonnenfinsternis. Ich gucke mal jetzt drauf. Im Stier, Mondfinsternis im Stier, dann im Oktober. Na, mein PC ist ausgegangen. Am 28. November 2023. Bis dahin müssten wir mit der Frage Ressourcen, was sind meine Ressourcen, klarkommen. Dann, erst in 18 Jahren, werden wir wieder diese uns Frage stellen dürfen, weil erst in 18 Jahren befinden sich die nördlichen und südlichen Mondknoten wiederum auf der Achse Skorpion und Stier. Und halt entsprechend die entsprechenden Finsternisse werden dort stattfinden. Deswegen der Aspekt mit Pluto. Und der Pluto ist der Herrscher vom Skorpion. Ich finde, es ist immer so interessant, wie das alles miteinander verwickelt ist. Der nun mal zum Zeitpunkt des Sonnenfinsternisses stattfinden wird, der ist sehr bedeutend. Das ist eine Quadratur und Quadratur ist es ein spannender Aspekt. Es kann sein, dass wir zu diesem Zeitpunkt extreme Druck verspüren. Ich habe erwähnt, dass eigentlich ein Jahr, während wir uns mit diesem Thema, was sind meine Ressourcen, wie gehe ich damit um, welche Ressourcen kann ich öffnen, die ich noch nicht kenne bei mir, ein Jahr ist eigentlich schon rum. Und jetzt kommt dieser Pluto mit dieser Quadratur und macht den Druck. Ich kann euch allen und mir selbst, weil ich weiß ja nicht, wie ich mich dann am Zeitpunkt des Sonnenfinsternisses tatsächlich fühle. Jetzt fühle ich mich ganz toll, ich fühle mich glücklich, ich fühle mich halt entspannt. Das Wetter macht mit und tolle Stimmung, aber wie es dann am Tag der Sonnenfinsternis ist und wenn dann diese Quadratur wirklich zustande kommt, dann muss ich halt auch reflektieren, wie das wird. Dennoch, ein Jahr ist rum. Wir haben noch ein halbes Jahr, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und auch mehr Verantwortung sich selbst anzuvertrauen. Diese Quadratur zum Pluto kann Druck auslösen. Pluto ist ein soziales Planet. Es kann sein, dass du von außen Druck verspürst, dass du bereust etwas. Ja, wenn ich damit vor ein Jahr angefangen hätte, wenn ich dann, also zum Beispiel jetzt ich, ihr kennt, dass ich unbedingt möchte mein Kartendeck über Mondphasen erscheinen lassen. Das Visuelle ist schon fertig, das habe ich alles gemacht mit dem schriftlichen Teil. Ich weiß, was da drauf muss, aber ich schaffe es immer noch nicht, an Liebe Rita abzuschicken, weil irgendetwas, habe ich das Gefühl, irgendetwas muss daran noch gemacht werden. Also ich bin nicht bereit, aus welchem Grund für immer, mein Projekt in Form von dem Kartendeck loszulassen und das sozusagen verwirklichen. Das ist jetzt mein Beispiel. Das Schlimmste, was ich machen könnte, sich dann am Tag des Sonnenfinsternisses hinzusetzen, beziehungsweise in diese Phase und extrem zu bereuen und sich von innen aufzufressen. Ja, Elena, das hättest du noch vor Silvester machen müssen. Das hast du doch schon so oft gemacht und gesagt und warum und so weiter und weiß was ich noch was. Das alles bringt nicht weiter. Ich habe erwähnt das Thema Ressourcen.
Die Zeit, die Energie, das sind unsere Ressourcen. Und wir müssen lernen, es zu verstehen, wohin wir diese Ressourcen verschwenden. Es kann sein, dass du vielleicht momentan keinen Ausweg siehst. Allein das raubt dir schon viel Energie. Diese ganzen Beruhigungsprozesse, die bringen nichts. Und es wäre schön, dass auch trotzdem, dass das ein spannendes Aspekt zu dem Pluto ist, dass trotzdem wir dieser Transformations Impuls von dem Pluto annehmen und wir uns bereit dafür erklären. Also wir müssen das nicht jemandem versprechen, sondern wir fühlen das innerlich, dass wir bereit sind, auch mal vielleicht Fehler einzugehen oder wir erlauben uns dann noch den zweiten und den dritten Versuch zu machen, aber wir erlauben uns wirklich Stück für Stück vorwärts zu kommen, weil dann wird die Zeit auch schneller. Weil wieder Energie, wenn es soweit ist, man muss dann wirklich ins Handeln gehen. Und deswegen verliert jetzt nicht so viel Zeit mit verschiedener Grübelei und vor allem mit dieser Selbstschuldgefühlen und denkt auch nicht so viel nach, dass das, was sie machen, unbedingt jemandem gefallen soll. Und zwar nicht jemandem, sondern allen. Also sofort allen. Also den Menschen in China, in Japan, in USA, in ich weiß was ich noch wo. Dass alle sofort von ihrer Idee oder von ihrem Produkt extrem begeistert sein sollten. Es nimmt dann immer wieder mehr zu, wenn ihr das macht, worauf ihr Lust habt. Ich würde mich extrem freuen zu erfahren, was möchtet ihr auf die Beine aufstellen, worauf habt ihr Lust, aber bis jetzt habt ihr nicht gedacht, dass es realisierbar ist. Also das Thema mit, das könnt ihr mir bitte gerne in den Kommentaren schreiben, ich würde sehr gerne davon erfahren. Und überhaupt das Thema den Ressourcen, es ist halt so, wenn wir auch uns also jetzt mal ein Beispiel habt, uns auf den Sofa legen und denken, dass wir davon nicht müde werden oder dass irgendwie unsere Ressourcen dadurch aufgebaut oder vermehrt werden. Das ist leider nicht der Fall. Diesen ganzen Gedankensprozesse, sie fressen uns so viel Energie, unter anderem auch die Ängste. Und wenn es um die Transformation geht, wir wissen ja nicht, in welche Richtung es sich transformiert, weil wir nun mal hier und da sind. Und deswegen achtet bitte darauf, wohin verschwendet ihr eure Ressourcen. Und das ist ganz, ganz wichtig, innerhalb des nächsten halbes Jahres dieser Punkt, diese Stelle, wo die Energie nun mal endlos rausfließt, zu ermitteln und versuchen zu lernen, diese Energie in die schöpferische Richtung zu lenken und dass sie glücklich macht. Das ist das, was ich jetzt zum Thema Sonnenfinsternis am 20.04. sagen wollte, zu den Hinweisen. Also zwischen 20.04. und 5.05. Das ist der sogenannte Finsterniskorridor, weil am 5. Mai findet dann der Mondfinsternis statt und während dieser Zeit ist es wichtig, dass wir abarbeiten. Das ist ja ganz normal, wie manchmal dieser neue Anfang. Wir sagen, okay, das ist ein neuer Mond, wir müssen etwas anfangen. Aber vielleicht kommen wir irgendwann dazu, um halt darüber zu diskutieren, vielleicht in einem Live. Ich habe gesagt, dass ja, aber das Abarbeiten von Bestehenden kann ja auch zu einem neuen Anfang führen. Also dieses Anfangen, es muss nicht immer unbedingt etwas Gravierendes Neues sein, sondern das bestehende Abarbeiten. Und das auf die höhere Stufe bringen, das ist auch etwas Neues. Somit, wir arbeiten jetzt von Neumond bis zu dem entsprechenden Vollmond zum Zeitpunkt des Mondfinsternisses. Das, was wir schon haben, das, was wir innerhalb vom letzten Jahr geleistet haben. Wir machen uns Gedanken, was ist nun mal mit unseren Ressourcen? Was haben wir im letzten Jahr gelernt? Mit welchen Konflikten sind auch entstanden, wo sie vielleicht gemerkt haben, also
Also eigentlich hätte ich gern das und das gemacht, aber mir reicht das Geld nicht aus. Warum reicht mir das Geld nicht aus? Vielleicht, weil ich mir nicht zugetraut habe, mehr nach mehr Lohn zu fragen, oder weil ich mich nicht bemüht habe, um mal mich zu erkundigen. Vielleicht gibt es eine andere Stelle, die ich auch besetzen kann und so weiter. Das sind die Fragen, die dir dabei helfen können, mehr Antworten zu bekommen und für deine individuelle Situation. Und falls dazu noch Fragen geblieben sind, ihr wisst, ich kriege sehr gerne die Kommentare und die Fragen. Heute werde ich auch auf die Fragen antworten zum Video über Selene. Jetzt möchte ich über Selene sprechen. Es ist so, dass es war sehr, sehr toll, dass ihr so viele geantwortet habt, und dass die Interesse, mehr über Selene zu erfahren, ist gegeben. Es ist so, dass ich hatte vor, im Mitte Mai, also so gut wie weniger als in einem Monat, ein Workshop oder ein Webinar, besser zu sagen, über karmische Aufgaben in unserem Horoskop anzukündigen. Es ist so, dass wir haben natürlich unser gesamtes Horoskop, der berichtet etwas über unsere Berufung, über unsere seelische Entwicklung, warum wir da sind und was wir zu machen haben. Dennoch, es gibt ja bestimmte Punkte. Dazu gehören jetzt südliche und nördliche Mondknoten. Sie sind ganz wichtig. Das ist so wie ein bestimmtes Vektor, so wie eine Linie, eine Leitlinie in unserem Leben. Dazu gehört auf jeden Fall Lilith, und dazu gehört auch Selena. Und da, wo ihr so viele Interesse hattet und da ihr von diesem Thema noch nicht so viel gehört habt, von Selena, was ist so alles, welche Geschenke sie für uns hat, habe ich mir gedacht, dass ich zusätzlich zu dem nördlichen und südlichen Mondknoten in diesem Workshop, in diesem Webinar, kann noch Thema von Lilith und Selena mit einbeziehen. Es kann sein, dass es dann ein Webinar, der ungefähr 3 bis 4 Stunden dauert. Es werden die Videomaterialien sein, dann natürlich in Textform entsprechende Materialien ausführlich. Und dann wird es natürlich ein Live-Treffen geben, wo ihr mir die Fragen stellen könnt, wie, was und so weiter. Dann kann ich das alles entsprechend erläutern. Meine Frage ist: Habt ihr Lust, mehr über Selena zu erfahren? Das ist der Gegenpol für Lilith. Habt ihr Lust auf diesen Webinar? Und wenn ja, dann würde ich diesen Part noch zu den vorgeplanten Webinar noch dazu nehmen. Heute werde ich unter dem Video über Selena einen Link für eine Seite hinterlassen, wo ihr berechnen könnt, wo Selena sich in ihrem Horoskop, in ihrem eigenen Geburtshoroskop befindet. Ich habe gesucht und gesucht. Das ist ein anderer Link als der ich bei meinem Workshop über 4 Elemente gebe, und bei dem Workshop über 12 astrologischen Häuser ist es ein anderer Link. Ich habe keine Seite gefunden, die auf Deutsch ist, wo man das berechnen kann. Ich habe nur eine einzige gefunden. Vielleicht habt ihr noch einen anderen Tipp, aber das ist die ich gefunden habe. Sie ist auf Englisch. Dort wird das Geburtshoroskop an sich nicht angezeigt, aber wenn Sie Ihren Geburtsdaten angeben, dann erscheint die nächste Seite, und im Überschrift steht zum Beispiel Selena, was ich jetzt, Aquarius und so viel Grad. Und diese Information ist für Sie wichtig, dass Sie wissen, dass zum Zeitpunkt Ihres Geburtstags Selena stand zum Beispiel im Wassermann. Und dann, wenn ihr zustimmt, ich hoffe ja, weil ich mag dieses Thema, dann könnt ihr dann zum Beispiel von mir mehr erfahren, was bedeutet. Also es wird auf jeden Fall eine Aufschlüsselung geben, was, wenn, in welchem Tierkreiszeichen sich das befindet. Falls ihr wirklich, ich weiß, dass ich immer wieder über meinen Workshop über 12 astrologischen Häuser spreche, der ist wirklich toll. Er ist ganz, ganz, ganz ausführlich, und ich weiß, wir sprechen immer von Planeten, beziehungsweise es wird ganz viel in den Büchern geschrieben und auch von dem Tierkreiszeichen insbesondere, aber die Häuser sind extrem wichtig, weil es ist halt wo.
sei das jetzt Beruf, Familie, Privatleben, Freundschaftskreis, wo erwartet uns irgendetwas, sei das jetzt Geschenke oder bestimmte Ereignisse, für die man sich vorbereiten könnte und sollte. Genau, zu dem Workshop über 12 astrologischen Häusern ebenfalls. Es ist immer ein Live-Treffen vorgesehen, wo ich auf alle Fragen antworte. Es ist ja nicht so, dass ich gebe uns nur 60 Minuten und alles, was drüber ist, tut mir leid, machen wir Schluss. Nein, ich beantworte, solange die Fragen gibt und ihr könnt mir dann entsprechend die Fragen stellen. Es ist so, dass einmal im Monat findet zu dem Workshop über 12 astrologische Häuser diese Live-Konferenz statt. Und wir können jetzt gleich, ich mache jetzt gleich einen Termin, wann die nächste stattfinden kann. Ich habe gesagt, dass am 5. Mai ist der Mondfinsternis. Ich würde sehr gerne dieses Ereignis schon mit reinnehmen, damit ihr weißt, in welchem Lebensbereich der nächste Mondfinsternis in eurem persönlichen Geburtshoroskop stattfindet und wo sollte man sich vielleicht mehr der Aufmerksamkeit schenken. Genau, also 5. ist es Freitag. Wir können das machen am Dienstag, den 2. Mai, 19 Uhr. Workshop, 12 Häuser. Der Link dafür ist auch unter diesem Video, ist ganz einfach buchbar auf meiner Homepage, auf meiner Internetseite. Falls ihr dazu noch die Fragen habt, dann gebt mir Bescheid. Also es sieht immer so aus, dann ihr bekommt von mir einen Link, wo ihr euch die Videos anschauen könnt dazu. Über alle 12 astrologischen Häuser und ich betrachte das im Achsenprinzip. Also nicht nur eins, erstes Haus bedeutet das, zweites Haus bedeutet das, sondern immer im Gegensatz. Also 1, 7. Was können wir daraus lernen, wenn die Ereignisse im 7. Haus stattfinden? Was bedeutet das für unsere Persönlichkeit? Wie das alles zusammenhängt? Dann gibt es dort eine kurze Erläuterung, also relativ kurz, wie man damit umgeht. Dann gibt es, warum relativ kurz? Weil bestimmten Erläuterungen mag ich an konkreten Beispielen und das sind dann Ihre konkreten Beispiele, die wir in der Afterparty, in dieser Live-Konferenz besprechen. Deswegen ist dieser Teil relativ kurz gehalten. Und ihr bekommt von mir ein Lehrbuch, das ist dann als PDF-Datei, wo alle 12 Häuser ebenfalls beschrieben sind. Und in dieser Afterparty, die ich so nenne, kann ich dann immer erzählen, wie ihr das praktisch einsetzen könnt. Wenn ihr dabei sein wollt, das liegt bei 49,90, glaube ich, oder bei 49 Euro. Genau. Es ist schön und das kann Ihnen helfen, auch das Leben viel, viel harmonischer zu gestalten. Also es ist nicht so, dass entweder alles auf einmal kommt und dann fühlt man sich verloren. Was soll ich jetzt machen? Nun, ich bin offen für eure Fragen. Ihr könnt mir gerne diese aufschreiben, halt per E-Mail oder ich freue mich auf eure Kommentare. Ganz, ganz lieben Dank für euren Likes. Ihr seht, wir werden immer mehr. Ich freue mich unglaublich sehr darüber, dass der Kanal sich entwickelt und das ist für mich eine sehr große Freude. Mach's gut. Ach, das, was ich gesagt habe über den Link, wie ihr Selena berechnen könnt, diesen Link würde ich hinterlassen in der Beschreibung unter meinem Video über Selena. Und unter dem jeweiligen Kommentar, wer die Frage gestellt hat. Macht's gut, lasst euch nicht ärgern, auch vom Pluto nicht, auch von diesem emotionalen Druck, diesen inneren Verantwortung, alles und so fort richtig zu machen und vom ersten Mal. Lasst euch davon nicht beeindrucken, nicht dazu zwingen, irgendwelchen komischen Sachen plötzlich anfangen zu machen, sondern lebt diese Zeit aus und die Gefühle, die Ereignisse, die Gedanken, die bei euch hochkommen. Am liebsten schreibt ihr das bitte auf und wenn diese
diese Spannung, diese emotionale Phase dann ungefähr am 10. Mai vorbei ist, dann könnte das mit dem abgekühlten Kopf anfangen zu realisieren, Schritt für Schritt. Und jetzt merke ich, dass ich über die Sicherheitshinweise nicht gesprochen habe. Während dieser Zeit, also ab heute, und heute ist 18. Ab 18. April bis zum 10. Mai vermeiden wir das Übertreiben mit berauschenden Mitteln, sei das jetzt Getränke oder noch was anderes. Wir passen extrem auf bei dem Autofahren. Wir können genervt sein, die anderen können ebenfalls ein bisschen irgendwo auf der Wolke Nummer 7 schweben und nicht aufpassen. Es ist ganz wichtig. Also ich bin vor 2 Tagen, eigentlich die Energien fangen schon zu gelten. Vor 2 Tagen war ich einkaufen, bin die Straße, wollte die Straße überqueren und es ist auch schon zu Streiterei gekommen. Also eine Gruppe von den Menschen, sie sind so gut wie, also sie waren schon über die Mitte, aber sie sind wirklich auf der Fahrbahn stehen geblieben und haben einfach weiter gequatscht, obwohl dass das eine gut befahrene Straße ist. Und es kam dann zur Streiterei, weil der Autofahrer hat angehalten, warum und weshalb. Und lasst euch nicht provozieren. Denkt daran, es geht um eure Ressourcen. Wohin verschwendet ihr eure Ressourcen und Energie und die Zeit gehören in erster Linie dazu. Wir übertreiben nicht mit Medikamenten. Es ist davon auszugehen, dass wir schlecht schlafen werden. Also ich bin der erste Kandidat dafür, weil ich darauf sehr empfindlich reagiere. Entweder wir nehmen irgendwelchen pflanzlichen Mittel, jetzt nehme ich mal an, Baldrian, zu entsprechenden Zeiten. Wichtig ist es, dass wir nichts uns abends anschauen, was unser Nervensystem ausbalanciert. Also jetzt vielleicht, wenn, dann vielleicht etwas Romantisches, Ruhiges, Meditatives und so weiter. Das sind jetzt die allerwichtigsten Hinweise und ich wünsche allen, dass wir gesund bleiben, dass wir diese Zeit mit Neugier und neuen Insights ausleben. Das habe ich zumindest vor. Mach's gut und bis zum nächsten Video.